Ja. Steam, ja. Ja, meine ich oh, ja. Oh nein, ich fass es nicht. Deine ganzen Steam-Spiele? Oh nein! Das stimmt ja, die muss ich alle runterladen. Ja, die mache ich dann, wenn ich später Lust habe, die zu spielen und nicht jetzt. Weil 100 Stück. Hallo Blankwolf. 100 Stück. Überraschung. Hallo. 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 Unglaublich. Der Blankwolf. So, für diejenigen, die sich kennen, all diejenigen, die mit in der Runde sind als Mitspieler, die müssen jetzt die Antworten geben. Und danach müssen alle entscheiden, welches lustiger ist. Klingt lustig. Ist auch lustig. Hm. Man kann natürlich auf Deutsch kann man das schreiben. War das bei dir gerade? Das ist eine wichtige Frage. Als Zuschauer musst du jetzt aktuell nichts machen. Du musst warten. Wenn du Mitspieler bist, hier einer von den Leuten, die gerade was schreiben, musst du auf jackbox.tv Antworten geben zu den jeweiligen Fragen, die dir gestellt werden. Die lese ich nicht vor, weil es immer Duell gibt, 1 gegen 1. Und ich will ja nicht verraten, bei welchen Dingen ich dabei bin. Sonst wählen sie mit Absicht immer gegen mich. Verständlich. Ich geb dir gleich verständlich. Nee, nee, verständlich, dass es nicht zeigt. Aber zwei Leute haben nicht abgegeben. Let's start this show. Nee, das passt, das passt. Das heißt, es wird ein paar Geschenke geben. Ein ersetzender Name für Tater Tots. Es gewinnt auf jeden Fall Little Bumpy Head, weil Yannick hat nichts abgegeben. Was sind denn Tater Tots? Das sind Kartoffel-Kleinkinder. Wow. Wow. Okay. Kann man die essen oder nicht? Kannst du es versuchen? Das Schlimmste, was du in einen Toaster reinstecken kannst, Bratwurst oder verbrannter Ohrenschmalz. Kinder. Lustiger Fun-Fact, es gibt einen Bratwurst-Toaster. Wow. Stimmt. Hier wird wahrscheinlich, also meine Stimme ging in Stielau. Yay. Das sagen auch Drumstick, Lonely Wolf, Miss Muffin, Yannick und ein Zuschauer. Zwei Zuschauer waren es für Dreckys Bratwurst. Einige Punkte hier für Stielau. Komm, was ist schlimmer? Ohrenschmalz oder verbrannter Ohrenschmalz? Ich hab's noch nicht getestet. Geschmacksprobe. Queen Elizabeths tiefstes und dunkelstes Geheimnis. Sie hat mit Putin geschlafen oder keine Ahnung. Hier können auch alle Zuschauer abgeben. Ja, glaube ich auch. Hey, wieso? Wie warum? So, nee, was anderes. Wieso? Es tut mir leid. RND475, du hast gefollowed. Warum gab es dafür keinen Alert? Hat jemand was kaputt gemacht? Es tut mir leid, es wird repeated. Eine von uns, eine von da uns. Da kommt es, du bist jetzt einer von uns. Vielen Dank für dein Follow. Einer von uns, einer von uns. Und RND kriegt auch eine Stimme von Yannick. Entschuldigung, dass ich das nicht gesehen habe, mitbekommen habe. Woher weißt du, dass es Zeit wird, dein Unterhosenpaar wegzuschmeißen? Ist es nie Zeit, Unterwäsche wegzuwerfen? Oder statt weiß ist sie braun und gelb? Ein Zuschauer hat gewonnen, zwei. Drumsticks
weg, der wirft nie weg oder meine braun-gelbe. Meine braun-gelbe gewinnt, vielen Dank. Hätten wir bessere Antwort gegeben als eine braun-gelbe. Was hättest du denn gesagt? Wenn sie noch an zwei Fäden hängt. So langweilig. Next in line. Eine andere Verwendungsmöglichkeit für Tampons. Wenn man mal die Oropax vergessen hat oder use it as a red pencil. Leute. Sehr schön, freut mich. Denkt dran, das funktioniert jeder, aber nicht immer, ne? Jeder, nur in der Regel, gell? Denkt dran, jeder, der nicht gerade mit dabei ist, kann als Zuschauer mitvoten auf jackbox.tv und dem Code HPBZ angeben. Steht hier oben. Miss Muffin, dein roter Stift gewinnt. Bist du Lonely Wolf, Blankwolf? Ja. Mann, da musst du kreativer sein. Du hast aber auch eine Stimme bekommen von einem Zuschauer. And next, a short motto everyone should live by. Ein kurzes Motto, nach dem jeder leben sollte. Do not drink and drive, you only die once. Also entweder nicht trinken und fahren oder man stirbt nur einmal. Das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Oh, jetzt kommt hier ganz deeper Shit. Es kommt Blankwolfs Wissenschaft. Ja, Wissenschaft, die Wissenschaft. Ein Zuschauer hat sich gegen Drumsticks You Only Die Once entschieden, sonst gab es alle Stimmen für ihn. Aber es haben auch nicht alle Mitspieler abgestimmt. Sorry, ich war kurz weg. Aha. Also nicht dabei, wenn die Punkte verteilt werden. Schande über dich. Deswegen hat er vielleicht doch ein Video, das auf jeden Fall über 150 Millionen Klicks bei YouTube bekommt, wäre Chickens vs. Snake oder Chickens Riding Cats. Also entweder Katzen gegen Schlangen oder Hühner gegen Schlangen oder Hühner, die auf Katzen reiten. Hühner gegen Schlangen? Komm, Katzen gewinnen immer. Leute, Katzen. Ja. Jawohl. Katzenvideos, ne? Ja, die Katzenvideos gewinnen. Weg mit dir, Stielau. Du kriegst 2 Stimmen. Ja. Ist doch easy, Katzen. Man weiß einfach, was Leute wollen auf YouTube. Eindeutig Katzenbabys. Genau. Hat mir meine Katzen Schwester heute erzählt, dass es ein lustiges Katzenvideo gibt, wo eine Katze an so einem Schnapsglas steht auf dem Tisch und die Katze mit dem Pfotenrücken quasi das Ding so wegschiebt und dabei immer das Härchen anguckt. Und das Härchen so, nein, nein, nein. Und die Katze immer ein Stück weiter schiebt. Nein, nein. Und wenn es ganz knapp an die Kante kommt, guckt es die Katze das Härchen an. Das Härchen, nein, lass das. Schiebt es runter und geht. Arschlochkatzen halt. Hätte nur noch gefehlt, dass er ausgetrunken hätte. Kipp und gehen. Ex und Hop. Ja, die 2 Fragen gingen sogar einigermaßen. Ihr habt noch 40 Sekunden Zeit, die Antworten abzugeben. Ach, das ist schön, wenn man so eine Live-Ansage hier bekommt. Ich habe einfach irgendeinen Quatsch eingegeben. Bist aber noch nicht fertig. Ja. Nur noch 20 Sekunden gleich. Schneller. Fertig. Ah, der schafft es nicht. Stielau randaliert wieder. Ja. Ist ja nichts Neues. Why did the mortician cross the road? Was ist ein Mortician?
Warum hat der Leichenbestatter die Straße überkreuzt? Wieso war da eine Straße oder schwarzer Mann? Ja, manchmal ist es wirklich schwer. Also wir hatten letztens vor 2 Wochen bei dem Stream oder vor 3 Wochen auch eine Runde, wo richtig geniale Antworten aufeinander trafen. Und einer wirkte wie der klare Sieger, aber es kam halt einfach noch ein Hammer raus. Knappes Ding, 5-4. Schwarzer Mann kriegt 3 von 4 Zuschauerstimmen, aber Lonely Wolf, also Plankwolf, kriegt 4 von 5 Mitspielerstimmen. Deswegen gewinnt er knapp. Das Problem war, ich konnte nicht mehr schreiben. Eigentlich wollte ich schreiben, die wichtigere Frage ist doch, warum war da eine Straße? Wichtig ist, viel wichtiger ist, wovon träumen Bären beim Winterschlaf? Fressen, fressen und nochmal fressen, der Winter ist toll. Oh, passt beides. Ich habe einfach da irgendeinen Quatsch eingegeben. Irgendeinen Quatsch, den ich da einfach ausgedacht habe, weil ich habe keine Fantasie und ich habe keine Freunde. Ich fand sogar, der Winter ist toll irgendwie. Es gewinnt allerdings Drecki mit 8-2 Stimmen, 5 der Zuschauerstimmen, das sind alle. Nicht schlecht. Nur Frau Muffin und ich haben für dich gestimmt, Yannick. Sie hat doch keine Freunde. Coming up next. You wake up 100 years in the future and are shocked to find. Du wachst 100 Jahre in der Zukunft auf und bist schockiert, dass du bist schockiert, Hitler in Unterwäsche zu finden oder Trump Junior Junior ist Präsident. Oh, das ist eigentlich schwer. 4 Zuschauer sind schon mal dabei. 5 Zuschauer, sehr gut. Das sind 2 sehr interessante Antworten. Oh, Miss Muffin, wir beide gegeneinander. Knapp. Ich gewinne mit 6-4 Stimmen. Stieler und Blankwolf waren für dich, Miss Muffin, aber Yannick, Trecki und Drumsticks waren für Drum Junior Junior. Ja, ich will nicht, oder? Next in line. Aber wer sagte nicht, dass der Trump Junior Junior besser ist als der Trump? So, worüber war nochmal dieser Film Birdman? Ah, okay, es gewinnt Trumpsticks mit einem psychopathigen Vogel-Serienkiller mit einem Katzenkopf. Wow, ob ich das übersetzt hatte. Frau Muffin, es war aber nicht schlecht, ein Hitler in Unterwäsche. Etwas, das man wahrscheinlich nicht mit auf eine Reise durch die Sahara bringen sollte. Sand in deiner Wasserflasche oder einen Staubsauger. Staubsauger! Das sind 2 gute. Ich finde das sind 2 richtig gute. Oh Mann. Das sind wieder 2 richtig gute Antworten. Es geht für mich aber an Drecki. Echt, der Staubsauger. Ja, der Staubsauger kriegt 7 von 10 Stimmen. Nur Drumsticks und 2 Zuschauer waren für dich, Blankwolf. Lonely Wolf. Ja, war aber nicht schlecht. Ich fand Staubsauger gut. Ja, ich auch. Something upsetting you could say to the cable guy as he installs your television service. Etwas beleidigend. Ja, nicht upsetting. Was ist denn upsetting? Vote on your devices. Tauschen wir es, oder? Ja, irgendwie so. Was hast du zu deinem Kabeltypen, der dein Fernsehservice installiert, sagen kannst? Schau bis nie wieder oder mein Fernseher ist explodiert. Mein Fernseher ist explodiert. Ich weiß schon, ich bin wieder. Oh, jetzt habe ich vergessen zu wählen. Drecki wählt dein. Ich habe auch sehr wenig gewählt. Aber trotzdem Yannick gewählt, ganz knapp gegen Stielau. Was? Oh, geil! Okay, next one. Nächste Frage. Etwas, das der Detective nicht an einem Tatort sagen sollte, etwas Unangebrachtes. Wow, ich habe einen Ständer oder das ist ja wie zu Hause hier. Wow. Müsste man kombinieren. Ich fand das wie zu Hause hier gut von Trumpsticks. Tut mir leid, Miss Muffin. Wow.
Miss Muffin kriegt aber die Zuschauerstimmen. 3 von 5 Zuschauer geben Miss Muffin, aber alle Mitspieler an Drumsticks. Quiplash. Das heißt ein Quiplash, korrekt. Nein, war kein Quiplash. Nee, war kein Quiplash, weil nur einer hat nichts abgegeben. Das schlimmste Kinderbrettspiel, das es geben kann, wäre betrunkene, zugetrönte. Ja, okay, jetzt gewinne ich, weil der andere nicht abgegeben hat. Betrunkene, zugetrönte. Niepferde. Ich muss gerade überlegen, was nochmal Hippos heißt. Yeah, Bonuspunkte. So, Zwischenstand. Ich hab mal hier die wenigsten Punkte in hier. Miss Muffin war auf 1. Wird aber wahrscheinlich jetzt von mir überholt werden, oder? Jawohl, da springe ich auf Platz 1. Drumsticks auf 2. Yannick vorletzter, weil er in den nicht dabei war. Letzte Runde. Was ist Thema? So, wichtig ist, alle beantworten dieselbe Frage. Wir Mitspieler haben 3 Stimmen, können alle auf einen geben oder sie aufteilen. Die Zuschauer haben 1 Stimme. Wichtig ist das Geheimnis eines guten Küssers. Ja gut, das kenne ich jetzt auf jeden Fall gar nicht. Das. 2 Paar Lippen. Naja, hätte mir vielleicht was Besseres einfallen können. Ja, ich bin mit meinem auch nicht zufrieden. Es sind noch 14 Sekunden. Einer hat noch nicht abgegeben. Drumsticks und R&D ist wahrscheinlich nicht mehr dabei. So, wie gesagt, wir Mitspieler können 3 Punkte vergeben. Ihr könnt sie aufteilen, alle einen geben oder 3 verschiedene, das ist egal. Oder auch 2 auf einen geben. Und Zuschauer können einen besten aussuchen. Das Geheimnis für einen guten Küsser ist Olivenöl und Eiswürfel im Mund. Viel Übung, Katzen eignen sich gut als Tester. Frauen an den Arsch packen und los geht's mit viel Sabberküssen, 2 Paar Lippen, kissing better than the other one. In Wahrheit ist das nicht meine Zunge. Da klaut jemand meine Idee. Schwierig. Ich finde, da sind ein paar gute dabei. Bin ich auch. Noch 10 Sekunden zum Wählen. 6 Zuschauerstimmen. Wow, das ist ein neuer Rekord heute. Nice. Fällt mir. Ohne Teilt eure Meinung. Ich glaube nur eine Stimme ab. Die Frage ist, ob irgendjemand meine Anspielung verstanden hat. Yannicks Paar Lippen kriegt 1 Stimme von Stielau. 4%. Macht 120 Punkte. Ich habe gesagt Stielau, was ist los mit dir? Ja, nee, wegen der Frage erst. Frau an den Arsch packen und los geht's von Drecki kriegt die Stimme von Blankwolf. War auch die einzige Stimme, die ich vergeben habe. Wieso? Mit viel Sabberküssen, Miss Muffin, ich denke da wie du kriegst eine Stimme von mir. Mein Olivenöl und Eiswürfel im Mund kriegt eine Stimme von Drumsticks, von Yannick und von einem Zuschauer. 12%. Drumsticks hat schon Punkte bekommen, oder? Nee, verdammt. Nee. Komm schon, das muss Drumsticks kommen. Stielau kriegt 3 Punkte, 1 von Miss Muffin, 1 von Drumsticks, 1 von Drecki. Ich bin gerade mal bei Krian, aber lass uns das. Blankwolf, 1 Stimme von Drumstick, 1 von Yannick, aber 3 von den Zuschauern. Wow. Die Zuschauer hauen raus. Und damit gewinnt Drumsticks viel Übung. Katzen eigentlich gut als Tester. 2 Stimmen von Miss Muffin, 2 von Stielau, 2 von Drecki, 2 von mir, 1 von Yannick, 2 von den Zuschauern. 44 Punkte. Glückwunsch, du gewinnst Drumsticks. Wow. Du springst auf Platz 1. Sehr gut. War schöne Antwort. Weil wieder Katzen drin vorkamen. Nee, war wirklich sehr gut. Ich gewinne immer. Herzlichen Glückwunsch, Drumsticks, du hast es verdient. Blankwolf auf 3. Ich bin vorletzter, denke ich mal wieder. Sehr, sehr gut, Drumsticks. Glückwunsch. Ich bin auf Platz 3. Aber meine Stadt weiß ist die braun und gelb, war die beste Antwort mit 86%. Auch wie Drumsticks, you only die once. Verdammt, da war er auch so gut wie ich. Ist doch ärgerlich.